Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 4 von Astronier. Gut, der Mordrak hatte mir geschrieben und da gibt es hier ein paar Dinge, die wir hier erledigen müssen. Zu dieser Plattform muss ich halt nochmal hin, weil ich da auch eine Mission erledigen kann. Und ja, das schauen wir uns dann gleich nach dem Intro an. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir da hingehen gerade. Und hier mussten wir F drücken, glaube ich. Genau. Und hier dieser grüne Button, das ist ja das hier. Belohnung, erste Plattenfall, das war, glaube ich, die erste Mission. Die drücke ich mal und jetzt fällt da hinten gerade was runter. Wir kriegen also irgendwas geliefert. Lichter in der Ferne haben wir noch nicht geschafft. Das ist ab und das hier ist... Ah, das muss ich jetzt als nächstes machen. Gut. Und da ist ja gerade was gekommen. Hier diese Kiste hier, Sauerstoffmacher. Den soll ich ja auspacken, laut dieser Mission, die da eben stand. Also, da muss ich da draufhalten, dass ich ihn auspacken kann. Da ist das Ding und das soll ich jetzt in die Station einbauen. Und das ist da. Gut, fertig, Astronomie-Grundlagen. Habe ich geschafft. Da ist noch ein Drucker. Habe ich natürlich schon zwei gebaut, ne? Ist jetzt nicht so, dass ich nicht noch schon einen hätte. Ja, mache ich mal so einfach dran oder so. Warte mal, ich könnte jetzt das Teil aber auch ein bisschen... Ach so, ja, da wieder abgemacht dann. Lass ihn mal da stehen und schließen dann so an. Gut, hier ist ja wieder was erledigt worden gerade. Das bedeutet, ich kann da schon wieder eine Aufgabe machen wahrscheinlich. Astronomie-Grundlagen habe ich geschafft. Dann kriege ich hier diese Dinger oder muss das... Ja, das ist ja diese Kabelverbindung, die ich da geregelt verbinde. Ein Haltegurt zum Oxygenator. Das war das, was ich mit der T-Taste machen muss, ne? Gut. Muss ich das aktivieren? Muss ich wohl aktivieren, ne? Gut, okay. Das bedeutet, ich werde jetzt mal hier in diese Richtung gehen. Und wir waren ja da oben. Das heißt, ich muss jetzt diese Teile irgendwie bauen. Das sind die hier Verbindungen. Grüner Button geklickt, dann werden die produziert. Gut, da habe ich die. Das wieder weg. Jetzt hole ich so ein Teil mit Tee raus und habe meine Atempause erledigt. Und gehe jetzt mal ein Stück vor. Und da ist nichts mehr. Das heißt, ich mache hier das Tee hin. Und kann jetzt wieder weiter vormarschieren. Da ist wieder nichts mehr. Das heißt, hier kommt ein T hin, was allerdings nicht da ausreicht, die Verbindung. Da reicht sie aber aus. Ich gehe jetzt weiter hier hoch, weil da war mein Abbaugebiet, ne? Gut, hier geht wieder nichts mehr. Das heißt, ich muss wieder eine Verbindung bauen. Und jetzt hier kann ich abbauen. Da sind auch solche Teile. Da oben sehe ich auch noch so ein Teil. Ja, der Mordrak hatte auch geschrieben, dass das hier so kreisförmig auszuarbeiten ist. Das ist also auch in der Tiefe sozusagen ist das drin. Wie man sieht, im Gestein dauert es länger, bis man es abgebaut hat. In der Erde geht es schneller, ne? Und da nehme ich jetzt mal reichlich mit. Da war gerade auch noch wieder was am Klickern. Ja, da ist noch reichlich, ne? Ah, ich hatte gerade keinen Sauerstoff, das ist nicht gut. Aktuelle Sammler gemischt 3 von 4. Ja, wir sind jetzt gerade wieder nicht verbunden, ne? Da muss ich ein bisschen aufpassen, was ich da mache, glaube. Okay, hier in den Steinen geht es nicht so gut voran, aber da ist auch noch was. Da komme ich nicht hin. Jetzt aber. Okay. Wieder Verbindung aufgebaut. Gemisch, Gemisch. Ich glaube, dann sind wir gleich auch schon am Limit. Ich glaube, ich gehe mal wieder zurück erstmal. Tu dieses Wahnsinnsgerät wieder in die Tasche stecken. Riesige Tasche ist das. Und gehen jetzt erstmal hier wieder unsere Aufgabe auffrischen, ne? So.
Weil ich habe ja was erledigt. Atempause ist erledigt. Bam. Sammlergemisch, 4 von 4. Sammler Harz. Harz habe ich natürlich noch nicht. Was ist das hier? Fülle einen kleinen Kanister mit Erde. Kanister habe ich noch nicht, muss ich wohl dann erst bauen. Und die Lichter in der Ferne bin ich auch noch nicht so weit. Ja, müssen wir mal gucken, ne? Aktiv. Aktiv. Gut, das war's hier erstmal, glaube ich. Ah, da sind noch mehr Verbindungen, ne? Kann ich die hier irgendwie einpacken? Ja, kann ich auch einpacken. Was ist das jetzt? Ah, ein kleiner Kanister. Wie kriege ich den denn mit hier? Okay, dann tue ich die Verbindung da erstmal wieder hinlegen, oder? Aber ich brauche jetzt Harz. Jetzt muss ich erstmal Harz finden, ne? Tee. Was ist das? Sieht komisch aus, ne? Forschungsgegenstand organisch. Kompapelmöffnungskammer. Ja, weiß ich nicht. Ja, ich habe es jetzt mal umgehauen, ne? Ach so, da ist was und ich muss aber wieder so einen Tee machen. Gut, da geht's. Einmal Glück gehabt, dass ich das geschafft habe. Tee. Und hier ist neues Tee. Und ist das Harz? Kann ich das irgendwo sehen, was das ist? Graphit ist das, okay. Aber ich brauche nicht Graphit, ich brauche Harz. Aber ich nehme es trotzdem mal mit, ne? Vielleicht. Ich sah jetzt nur, dass ich da sowieso voll bin, oder wie sehe ich das? Ja. Das war wohl bei der Manix, ne? Da muss ich das erst wegbringen. Ich habe das immer mitgeschlürt, schön, ne? So, jetzt kann ich das hier aber lassen, oder? Ich lege das mal hier alles drauf, immer, ne? Weiß nicht, ob das richtig ist oder falsch. So, das haben wir jetzt erstmal. War da jetzt, ach so, an der Maschine war das dran, ne? Ah, kann ich das Graphit denn jetzt da abkriegen? Okay, natürliche Ressource. Ich schmeiß das auch mal da hin. Kriege ich das auch ab? Ich glaube das nicht. Das ist. Ah, das ist nicht so. Gut, okay, das haben wir geschafft. Da war Graphit. Der Mond geht da unter, wenn es einer ist. Und jetzt. T. Das Ding muss weiter nach hinten, okay. Und hier war dieser große Spalt in der Erde, ne? Okay, ich gehe mal nach hier weiter gucken. Na, hier ist aber nichts mehr. Ist da unten aber was, ne? Ach so, ich muss mal einen Tee machen. Und das wieder dahin bauen. Kann ich denn hier runtergehen? Okay, das sieht zu steil aus, oder? Nee, das machen wir mal nicht. Aber ich habe keinen Tee mehr. Okay, gehen wir erst zurück zur Basis. Die Tees liegen dann noch auf der Plattform. Die kann ich dann ja auch holen. Die nehmen wir und packen wir hier dran. So. Da hatten wir eben Graphit gefunden. Sehe ich denn hier noch andere Materialien jetzt gerade? Nicht so wirklich, ne? Das war ein Forschungsobjekt da links. Da weiß ich auch noch nicht, was ich damit anfangen soll. Jetzt kann ich hier wieder ein Stück weiterlaufen. Hier auch. Hier ist wieder ein tiefes Loch.
Kann ich hier irgendwas machen? Da ist eine Kapsel. Das Teil sitzt nicht richtig. Der passt noch nicht ganz. Jetzt aber. Da passt er wieder. Bisschen zurück, dann geht's immer, ne? Habe ich noch welche? Ja, ich habe noch welche. So, jetzt bin ich bei dieser Kapsel. Exodynamics Forschungsunterstützung. Feldforschungseinheit, füge zum Freischalten die passende Ressource ein. Okay, da kann ich noch nicht weiter. Ich sehe aber noch nicht irgendwie was, was ich abbauen kann. Schade, ne? Ich habe kein Tee mehr. Aber warte mal, ich kann das doch hier basteln, oder? Habe ich die Ressource dafür? Sieht wohl so aus. Ja, ich muss Q drücken, damit das weggeht. Geh mal hier durchs Wäldchen weiter. Okay, hier passt es noch nicht, da passt es. Da passt es. Noch mal ein Stück weiter. Dann muss ich wieder einen Tee hinbauen. Tja, schöner Wald hier, aber ich weiß nicht, was gut und was schlecht für mich ist. Okay, das hat nicht geklappt. Ein bisschen zurück. Da ist gefährlich runterzufallen. Da ist auf jeden Fall irgendwas, was ich abbauen kann. Sieht nach Gemisch aus, oder? Passt. Ist das Gemisch? Das Gemisch. Ja. Okay, ich habe also hier einen weiteren Bereich gefunden, wo ich Gemisch herkriege, das ja auch gerade ganz vorteilhaft ist, weil ich müsste ja jetzt diese Dinger wieder bauen, die ich ja gerade nicht habe. Deswegen ist es gut, dass ich Gemisch dabei habe, ne? So, weiter. Hier ist so eine Anhöhe, da kann man bestimmt schön was sehen, ne? So, Tee ist alle. Kann ich noch wieder welche bauen? Sieht so aus, dass da was gemacht werden kann, ja. So. Wieder ein Tee. Da unten ist was Neues. Tee, passt. Ich hoffe, ich kann da auch hin, ohne mich zu verletzen. Okay, das hat nicht geklappt. Kannst du mal aufhören zu slidern? So, wir müssen da jetzt schnell da hoch das Ding da erstmal anbauen wieder. So, passt es. Ein Tee hier und ich kann auch wieder Sauerstoff kriegen. Gut. Und was ist das jetzt hier? Ich hoffe, das ist Harz. Sagt er das einem nicht immer? Harz, aha. Sammle Harz. Ich soll 4 Stück davon sammeln. 2 davon gesammelt. 3 davon gesammelt. 4 davon gesammelt. Wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir ein bisschen mehr mit, ne? Dann werden wieder keine Verbindung zum Sauerstoff, ne? Da muss ich aufpassen. So, zack. Auf geht die Reise zurück. Ich hoffe, ich komme da auch gut hin, ne? Wenn ich die wegmache, bin ich dann schneller. Oh. Ein dickes, fettes Gebirge ist das.
Okay. Noch sieht alles gut aus. Noch kommen wir zurück. Glaube ich. Wo ist die Leitung? Da. Gut, zum Wald hin ist also unser Harzgebiet. Hier ist eine Forschungskapsel oder was das auch immer war. Und da ist unser Zuhause. Gut, dann haben wir den Harz. Ich glaube, das Gemisch haben wir dann auch. Das ist doch schon mal positiv, oder? Das ist ja schon ganz schön ein weiter Weg weg gewesen von unserem Zuhause, ne? Hier haben wir Graphit gefunden. Vielleicht brauchen wir das auch kurzfristig. Müssen wir dann schauen, ne? Hier kommen wir wieder an die Sauerstoffleitung. Und diesen Kanister müssen wir noch haben. Ne, den haben wir da oben drauf gesetzt, ne? Naja. Okay, wir sind jetzt erstmal an der Basis. Ich würde jetzt erstmal hier einen Cut machen und sag mal ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ihr das nächste Video lade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao!